Ja, ich hätte mir sonst gar nicht so rangetraut, aber wie Sie sagten, das sind ganz liebe Tiere, muss ich ja jetzt auch feststellen. Ja. So, wir fahren jetzt eine Stunde. Ja. Ich überlege, welcher der schönste ist. Dass man die Sonne möglichst hinten hat. Ja, ich versuche. Und es wird auch ein bisschen staubig. Das ist egal. Okay, Hauptsache die Geräte können das gut. Ab, Paul und Winnie, Scherit, komm mal, komm. Vorwärts, bitte. Ah, die lassen sich bitten. Prima, ihr seid toll. Super. Moin. Klasse, ihr beiden. Jawohl, es rumpelt auch ein bisschen. Das ist Beine, perfekt, perfekt. Ja, zu 8 ist halt dann voll ausgelastet, ne? Aber so ist ein bisschen kühler. Ja. Es ist heute sehr warm, sollten die Pferde schwitzen, ja, dann ist das okay. Wenn ich hier hoch und runter kletter, schwitze ich auch. Ne? Ja. Oder wenn mein Chef kommt, kriege ich auch Schweiß. Ja, wenn wir wandern ja genauso. Genau, damit regulieren wir die Körpertemperatur. Und das ist bei den Pferden, sie machen ja doch, sie arbeiten ja doch. Ne? Ja. Dann ja, ist das auch okay. Jawohl. Traumhaft. Moin. Nee, die sind dafür wirklich geboren. Diese Rasse steht auch auf der roten Liste. Die sind tatsächlich vom Aussterben bedroht. Ja. Wir sind anerkannter Zuchtverband, ja, Zuchtstall. Und wenn die nicht mehr bei uns die Arbeit haben, dann werden die irgendwann nicht mehr da sein, weil das sind keine Reit- und keine Freizeitpferde. Aha. Ah, das ist nur richtige Arbeit. Genau, die müssen sich bewegen, sonst werden die krank. Die kriegen Stoffwechselprobleme, aha, die werden doof im Kopf. Oh. Die Gegenverkehr. Betonfahrende? Machen wir tatsächlich. Wir haben barrierefreie Kutschen mit Rampe. Oh. Und da wir ja abends, so wie Marc, wir bringen abends die Pferde auf der Schulter ins Bett. Das heißt, wir haben alle Kraft und schieben die Rollstuhlfahrer dann hoch und runter. Ah. Ja. Hey, nasch nicht. Schlag machen. Ich arbeite in so einer Einrichtung und dann wäre das doch ideal. Gerne. Wir haben ja die großen Kutschen, da passen bis zu... Wie viele Rollstühle rein? Drei Rollstühle, bis zu drei Rollstühle. Ja, die drei sind dann schön in der Mitte im Gang. Oder sogar vier, drei. Aber da rufen Sie den Chef an, weil der, ja, der kann Ihnen das genau erklären. Ne? Dann, das ist ja die Telefonnummer, die da, genau, an dem Fahrzeug, genau, hier war. Oder im Internet, auf Facebook sehen Sie das auch. Aha. Ja. Oh, ist der Traum. Da würden Sie auch diese Tour hier dann auch fahren? Ja, eine Stunde, ja, oder auch ein bisschen länger. Ja. Wie Sie das dann absprechen und der gibt Ihnen dann auch den Preis. Für große Gruppen wird es natürlich günstiger. Ach, sogar noch günstiger, als was ich heute bezahlt, genau, habe. Na, Sie fahren ja jetzt die exklusive Kutsche gerade. Ja, ja, das kann man ja wirklich sagen. Ja. Oh, ist das schön. Wir haben das schon mal vor ein paar Jahren gemacht, aber, ja, mit so einer großen Kutsche. Ja, ja. Da haben wir so einen Tagesausflug gemacht. Ah, super. Auch schön. Ja, und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das Hotel hieß, aber auch hier in der Nähe. Mhm. Und da aus. Nein, nee, Kollege, Kollege. Kollege. Alles eine Firma hier. Wie heißen die Pferde nochmal? Die heißen Paul und Winnie. Winnie, Paul. Genau, sind zwei Wallache. Ja. Und das sind beste Kumpels. Das glaube ich. Ja, also die arbeiten immer zusammen, die schlafen zusammen, die pullern übrigens auch immer zusammen, wenn wir anhalten, tatsächlich. Aha. Ja, Stereo oder wie? Ja, die nutzen dann beide gleich die Chance. Ja, und die schlafen auch nebeneinander. Die haben ihre zwei Boxen. Beste Freunde. Ja. Ja, ja. Die halten ja auch zusammen. Ja, oh ja. Und man trennt die auch nicht bei der Arbeit, weil die sind aufeinander abgestimmt. Ja. Und das ist am zuverlässigsten. Ne? Genau. Ja, das ist jetzt schon trocken hier. Also hier darf man schon gar nicht mehr rauchen. Nee. Rauchen sowieso nicht hier im Wald. Nee, deswegen habe ich da noch eine geraucht. Aber Sie sind Raucher noch? Ja, ich bin Raucher, aber ich rauche nicht hier, wenn die Heide so trocken oder so. Ich habe es nicht geraucht. Die Raucher sterben aus? Hauptsache die Trinker sterben nicht aus. Ihr wisst ja, ne? Ich trinke dafür nicht. Ich trinke, sehen Sie? Und auch in der Stadt, wenn du drei Bier trinkst, bist du Alkoholiker. Bist du drei Bier auf dem Land, bist du der Fahrer. Ne? Ja. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass es drei Kutschen mit einmal so auf einen Fleck hier so. Wir haben von den kleinen 25 und von den großen 15. Wir haben auf dem Hof 55 Pferde. Boah. Und 40 von den dicken. Hallo Alex! Mit der Alex habe ich zusammen meinen Führerschein gemacht. Ah, ja, ja, man muss hier... Genau, Führerschein machen. Und da war ich so aufgeregt, da habe ich auf der Kutsche geweint. Und dann hat Alex gesagt,
Alex hat beruhigt. Ich habe Alex gesagt, wir fahren gar nicht so schnell, Annika, das kann doch nicht der Fahrtwind sein. Weißt du noch, als ich geweint habe beim Führerschein machen? Moin! Ist das hier schön. Von der Landschaft her. Ja, so viel Fotos kann man gar nicht machen. Deswegen behält man dann auch in Erinnerung. Ne? Oh, es macht sich schon ein Pferd leicht. Und wenn es hier ein bisschen nach Pferdepups stinkt, freuen wir uns, weil dann hat das Pferd keine Bauchschmerzen. Genau, das gehört ja damit zu, ist ja Natur. Eine Oma hat mal zu mir gesagt, aufsammeln und mit in den Garten nehmen. Lieber einmal pupsen, als in die Apotheke gehen. Ja, das stimmt, das kenne ich auch. Wenn ich auch manchmal auf meine Wandervideo, hört man sogar, dass ich pups. Sag mal! Ja. Ehrlich jetzt, auf meine Wandervideo hört man pups. Okay, aber ja. Du wartest, bis wir wieder runter sind. Ja, Kutsche, ja, ja. Oder ja, ich bewege mich ja jetzt oder nicht wir so. Oder sagen, es war das Pferd. Ja, genau. Ja, hier seht ihr so eine typische kleine Ackerfläche, ne? Ja, die sieht man viel hier. Genau, die sind sehr klein. Das liegt daran, dass der Boden sehr unfruchtbar war. Und im 19. Jahrhundert haben die Landwirte mit Pferdekarren erstmal den Dung ihrer Schafe, ihrer Halsschnucken, auf diese Brachflächen geschleppt, ja. Dass die überhaupt was anbauen konnten, ne? Weil, also das ist Mais, ja nur, ne? Das ist Mais. Der wir sind in Walsrode, da ist der Mais schon dick drauf. Ja. Das ist noch ziemlich zurück hier. Vor ein paar Tagen sah er besser aus, aber der geht eh in die Biogasanlage. Also es wird nicht mehr verfüttert. Die kaufen eher Soja aus Asien. Mhm. Oh, na, das ist so schön. Aber hier, was wieder angebaut wird, ist Buchweizen. Mhm. Genau, das war ja früher so arme Leute essen, ja, so ja. Grütze und so. Ist heute, da machen die feinsten veganen Torten draus. Und das ist ein bisschen Nationalgericht hier. Aha, ist sogar gesund. Absolut, keine Frage. Ist aber schwer zu ernten, ne? Weil oben blüht der noch und unten sind schon die Samen, wo dann das Mehl draus entsteht. Wir sind in 12. Komm, komm. Vorwärts. Ja, klasse. Ihr seid prima. Hier rechts ist ein Hundefreilauf von der Stadt eingerichtet. Davon gibt es 3. Aha. Kann jeder kostenfrei nutzen, weil ja Hunde ganzjährig im Naturschutzgebiet an alleine sein sollten. Ne? Ja, und aber das finde ich auch gut, dass sowas dann ein Ausgleich. Genau, ja, als Alternative. Ja. Was mir in Schneverding stört, die Stadt mit dem vielen Autoverkehr. Geht doch noch. Geh mal in eine richtige Großstadt, so nach Hamburg oder Berlin. Ja, Hamburg bin ich auch, das ist schlimm. Ja, geht's ja voll ab. Aber weil das so Natur und Erholung hier so, deswegen meine ich das, ne? Oh, die Landschaft ist ja hier wirklich schön. Wird gleich noch schön lila. Ja, da freue ich mich auch drüber. Und mal so eine geführte Wanderung, also... Gibt's auch, na klar. Aber das hier finde ich auch schön. Was machen wir? Irgendwo saufen? Und dann schmutzige Weihnachtslieder singen. Ja, das Weihnachtsmann, muss Weihnachtsmann. Hier Schneewittling zu Ende. Ja, der Besitzer dieses Bungalows, ne, der steht im Hochsommer immer mit dem Besen und muss eine weiße Fassade sauber machen, weil es so staubt. Aha. Ja, mehrere, ne? Ja. Man hätte ja auch eine andere Farbe nehmen können. Ja. Ja. Sand. Oh ja. Sand. Aber jeder, wie er möchte. Was? Den Weg kenne ich ja noch gar nicht. Ja, wunderbar. Ich bin ja immer sonst von der, wo der Kaffee da ist, immer geradeaus runtergewandert. Wo der Kiosk ist? Ja. Ja, da ist auch schön. Der ist bekannter. Ja. Aber hier kann man ja auch gut laufen. Ja, und es ist auch alles gut ausgeschildert. Ja, das ist mir aufgefallen. Genau. Und früher wurde die Beschilderung auf den großen Findlingen gemacht, die ist teilweise aber nicht mehr aktuell. Richtet euch nach den neuen Wegweisern. Ja, danke für den Tipp. Genau, es sei denn, ihr könnt irgendwie nicht leiden, den schickt er mit den Steinen ins Nirvana. Diese und, Schilder sollte man dann... jawohl, genau. Die. Ach, okay. Und da stehen auch häufig Nummern drauf. An denen jetzt nicht. Die sind dafür da, aber hier zum Beispiel, die sind dafür da, wenn der Notfall eintritt und ihr müsst den Rettungskräften sagen, wo ihr seid in der Heide. Also. Dann gebt ihr die Nummer durch und dann wissen die ganz genau, wo sie hinkommen müssen. Ach so. Ja. Genau. Bahntrasse, Güterverkehr und Personenverkehr von Hamburg durch die Heide war früher tatsächlich der Transportweg nach Bergen-Belsen. Ne? Ach Gott, na, das ist ja wieder... Kapitel. Ja.
kennen schon ihre Runde, weil die brauchen wir auch gar nicht mehr sagen. Nee, ich muss schon ab und an lenken, sonst würden sie abkürzen oder direkt zum Stall laufen. Aha. So. Ihr wisst ja, dass man die Heide pflegen muss, ne? Sonst ist sie wie der Wendel, wenn der nicht durchgeschnitten wird, verbuscht oder verholzt der. Ja. Und das ist mit der Erika-Pflanze genauso. Ja. Und darum versucht man, die möglichst kurz zu halten. Mit den Heidschnuckchen. Genau, das ist die schönste Variante unserer Heidschnucken. Ja. Die häufigste ist aber maschinell. Dann wird das abgemäht oder abgeplackt, sagt man auf Plattdeutsch. Da zeige ich euch noch die Stückchen. Ja. Und hier ist ein Stück, wenn das zum Beispiel der Stadt Schneferdingen gehört, dann laden die einmal im Jahr im November ein zum Entkusseln. Entkusseln? Genau, dann werden nämlich die jungen Triebe der Nadelbäume rausgezogen oder abgesägt. Mhm. Die Bürger können das gleich als schiefen Weihnachtsbaum mitnehmen. Also hier praktisch sowas hier, was hier steht, das genau, das muss raus, jawohl. Und dazu gibt es Glühwein für die Kinder, Kakao und das ist so ein nettes, netter Abend. Ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, aber die Stadt bietet es an. Aha, ist doch nett, wenn man das so verkauft. Genau. Ziehen sie ja auch Leute. Also kann jeder kostenfrei dann mitnehmen, weil es muss ja raus, ne? Ja. Und sonst verwaldet das, genau. Die Kiefern auch? Hm? Ja, die Kiefern auch? Alles. Schöne Dinge. Also es gibt auch Waldstücke hier, die sind total naturbelassen und die gehören tatsächlich meistens der Kirche. Aha. Ich nehme an, weil die als Eigentümerin gar nicht mehr weiß, wo ihre Stücke sind oder die haben auch Personalmangel, keine Ahnung. Und ansonsten sind Eigentümer noch Stadt, Land, Bund. Der NABU, der pflegt ganz toll, die haben wirklich ganz tolle Flächen und dann gibt es natürlich auch noch private Eigentümer. Ja, ja, ja. Hier schon mal das erste Lila, ein bisschen. Ja, das war ja so schon, wenn man mit einem Zug da am Bahnhof hat man schon ein bisschen was gesehen. Und immer wieder dazwischen Heidelbeeren. Aha. Ich sage mal gern, bei uns wächst fast alles, oh, außer Bananen und Ananas. Heidelbeeren, Brombeeren, Himbeeren, Ginster, Johanniskraut, Wacholder. Oh. Und darf man die jetzt ernten? Ganz viel Pilze. Nee, ja, man, darf man nicht, ne? Darf sie nichts. Wir dürfen leider nichts mitnehmen, abreißen, zertrampeln, abbrechen, weil es ein Landschaftsschutzgebiet ist, ne? Ja. Es ist halt, es ist wirklich, wenn... Und bei wilden Heidelbeeren ist, glaube ich, auch noch die Gefahr, dass irgendwie so ein Fuchsgedöns da drin ist. Weniger. Also wir haben relativ wenig Füchse hier, weil der Boden eben nicht so fruchtbar ist. Ja. Die ist mögen ja mehr so, genau, die mögen ja mehr so Mäuse und Vögelchen und das haben wir weniger. Aber Mensch, wenn so eine Heidelbeere mal auf deine Zunge hopst, was willst du machen? Willst du ja wieder ausspucken oder was? Ja, genau. Ich habe auch unterwegs schon mal eine Heidelbeere. Hast du genascht, ganz früher. Aber ganz vorsichtig, also ich gehe auch damit vorsichtig um. Ja, aber die vergammelt doch dann nur. Ja, und ganz früher in Bayern Urlaub. Aber so abreißen und so kaputt machen, das mache ich grundsätzlich nicht. Und da durfte man die pflücken. Ne? Ja. Ist ja wohl klar. Tropfen am See. Aber hier sollte man halt nach Möglichkeit die Wege nicht verlassen. Ja, mal Pfanne gucken. Nee. Blaubeerpfanne. Aber wenn das am Weg steht, dann kann man doch mal eine Blaubeere im Mund stecken. Machen wir doch auch. Ja. Sagen wir nur nicht und wir strecken die Zunge nicht aus, weil die wird ganz blau. Tatsächlich. Ja. Auch hier gucken wir unsere Vogelbeeren, die Ebereschen. Die hängen so voll dieses Jahr. Und da gibt es alte Rezepte für Likör oder Konfitüren mit Apfel und Zucker aufkochen. Mega lecker. Oh. Ja, das ist die Vogelbeere hier. Ihr dürft sie halt nur nicht roh essen. Ne? Die ist giftig. Dann esst ihr sie nur einmal. Naja, wie die Kartoffel auch. Quasi. Ja. Aber eine Kartoffel kann man noch roh essen, aber nicht so viel. Ja, nee, eigentlich, ja, die Dosis macht dann immer das Gift. Ja, ne? Ja. Aber die Beeren sind giftiger wie eine Kartoffel. Hm. Ich habe auch schon eine Kartoffelscheibe gegessen und dann wäre ich schon tot. Nein, tollst du nicht. Und die grünen Schilder, sind die aktuell? Die sind aktuell. Ah, ja. Okay. Ihr wisst auch, wo der viele Sand herkommt und die großen Steine? Nee. Nicht wirklich. Ah, erzähl ich euch. Gab nämlich früher Zwerge und Riesen. Die Riesen haben mit den großen Steinen geworfen auf die Zwerge und die Zwerge mit dem Sand. Und irgendwann waren die müde, dann gab es sie nicht mehr. Geblieben sind Steine und Sand. Da waren aber mehr Zwerge wie Riesen hier. Obwohl, es gibt hier etliche Findlinge. Und es gibt natürlich auch noch eine wissenschaftliche Erklärung für denjenigen, der es ein bisschen sachlicher mag. Die Findlinge kamen tatsächlich mit der Eiszeit aus Skandinavien. Aha. Wie genau der Samen für die Erika, die hier ist. Ja. Ja. Jawohl. Aber nur hier hat sie sich so schön flächendeckend ausgebreitet. Ne? Ja, zwischendurch war natürlich viel Baumbestand, aber dadurch, dass hier kein Ackerbau war, sondern nur Salzabbau und Holzwirtschaft, entstanden die Brachflächen und da kam die Erika wieder schön hoch. Mhm.
Und das Holz von der Holzwirtschaft ging rüber nach Hamburg. Ja. Da erzähle ich euch nachher noch was zu. Habe ich dich gerade um mir. Ich dachte, ich habe dich. Gut. Gut. Perfekt. Perfekt. Claudia Cardinale sagt das immer, wenn die Kirschen für Bon Cherry testet. Aha. Hat sie immer so eine Werbung gemacht. Ja. Hat sie immer so dann gefühlt und ja. Dann sagt sie immer perfekt. Aha, okay. Gut. Vorrangig haben wir hier Besen und Glockenheide, mehr Besenheide. Und das, die das hier ist jetzt Besenheide. Genau, die Glockenheide hat wirklich so kleine Glöckchenblüten und das sind nur, macht 20% nur aus. Aha. Und die Besenheide war früher wirklich eine Nutzpflanze. Ne? Da hat man eben die Transportmittel für die Frauen gebaut, den sogenannten Hexenbesen. Man hat damit man hat damit Dächer gedeckt, aber dafür war sie natürlich höher und verholzt. Ne? Ja. Und Anfang des 19. Jahrhunderts wurden sogar arme Leute Hütten daraus gebaut. Ja. Aha. Aber heute hält man sie eben kurz, damit sie schön blüht. Ja. Damit wir hier ordentlich Honig rausbekommen. Dazu erzähle ich euch nachher auch noch mal mehr. Bienen, ja. Ne? Sind ja genau, auch viel. Ne? Viele Bienen. Wir waren, ich glaube, ich weiß nicht, wann es war, 99 ganz oder 2000. Tolle Spezialität, ja. Waren wir hier und das war so ein trockenes Jahr. Da war alles vertrocknet. Aber wir waren auch im September. Ja, da ist sie schon durch. Mhm. Man sagt von 8.8. bis 9.9. Mhm. Ja, so in den Dreh. Mhm. Ja, das weiß ich. Und dieses Jahr sind wir so eine Woche eher, weil es so schön geregnet hat. Ach, deswegen war das? Ja, deswegen ist sie jetzt schon so richtig. Deswegen gibt es ja so viele Schnecken. Ja, Nacktschnecken vor allem. Richtig. Die fressen schon so einen ganzen Garten weg. Brauchst du Laufenten? Ja. Laufenten fressen die Nacktschnecken. Ja, ja. Aber die sind schöne Tiere. Zu klein. Es gibt ja auch, ihr seht, etliche Birken. Ne? Manche sagen, das ist so das Unkraut der Heide, weil die so schnell wachsen, Wasser ziehen und Licht wegnehmen. Ja, ja. Oh, aber ich finde sie eigentlich auch ganz schön. Ja, das passt hier so schön. Ja. Oh, jetzt kommen wir schon ins Rötliche. Passt auch irgendwie dazu. Aber die Wege kann man ja hier wandern auch, auf genau. Kutschen fahren, ne? Genau, also wir... Bloß hat man dann als Platz sonst... Nee, wir trennen wirklich, so gut es geht, dass die Reit- und Fahrwege separat sind und die festen Wege sind immer für die Wanderer und die Radler. Aha. Ne, dass wir nichts kaputt machen und dann kommt man sich auch nicht so in die Quere. Ah. Und die Kutschenwege, die pflegt auch mein Chef mit dem Radlader, zieht die immer gerade und entwässert die. Und die Wanderwege weiß ich nicht. Ist das traumhaft. Kommt mal gerade. Das ist das Geld auch wert hier. Das ist schon Augenurlaub, ne? Ja. Oh, das hätte ich nicht träumen lassen. Ich war eine Kutschfahrt. Das ist begeistert. Ach schön. Ja, so soll es ja auch sein. Es ist mir noch nicht über den Weg gelaufen, dass ich mal mitfahren konnte. Und damit so ein Blick. Ich kenne das nur von Fernsehen. Hier, grün ist die Heide. Ne? Und da... Von den Filmen so, ne? Aber das ist ja wirklich so. Den mache ich gerade, grün ist die Heide. Ne, Hund ist die Heide, mache ich gerade. Lilla schützt vor Schwangerschaft, sagt man. Ja. Obwohl, hat meine Mutti immer gesagt. Aber wir haben Bänke, wo man so richtig auf den Horizont guckt, auf abgelegenen Wanderwegen. Ja. Und man sieht da den Sonnenuntergang. Und wenn da Pärchen drauf sitzen und die dann sind dicht beieinander, ne? Dann gucken wir weg. Weil sonst könnte das peinlich werden. Ja, wenn man die Ecken kennt, ne? Ja, hier rechts Notschlachtung, sage ich immer, Notfällung. Der Borkenkäfer ist bei uns auch angekommen. Ach du Scheiße. Die Nadelbäume müssen raus. Ja. Es wird uns sicher nicht so schlimm treffen wie den Harz oder andere Regionen, weil wir einen schönen Mischwald haben, genau. Ja. Aber nichtsdestotrotz, erstmal müssen sie weg. Wenn jetzt hier noch ein paar Schnucken laufen. Alter. Das wäre traumhaft, aber ich weiß nie, wo die sind, leider. Nee, das ist ja auch nicht schlimm. Wenn ich mal anhalten soll, sagt ihr mir Bescheid, ne? Für Fotos oder Aufnahmen oder wenn ihr mal kurz aussteigen möchtet. Oder wenn jemand pullern muss. Das ist doch nicht erlaubt hier im Wald. Naja, geht da, was willst du machen? Wenn du musst, gehst du hinter das rechte Rad. Warum? Ja. Hinter das rechte Rad? Nee, das wenn Paul und Winnie durchgehen, dann kannst du sitzen bleiben, passiert nichts. Aber die sind heute sehr gemütlich. Und ich lasse die auch in ihrem eigenen Tempo laufen. Ne? Wir müssen die nicht antreiben. Nettig. Genau, es ist warm genug. Das hier ist sowieso nur mein verlängerter Arm. Ja. Damit gebe ich ganz leichte Hilfen, wenn zum Beispiel einer nascht. Ja. Oder ich mache meine Fliege weg, aber ich würde damit niemals ein Pferd hauen. Nee.
hört sich an, weil die machen. Hat man ja letztens gesehen von dieser Olympiateilnehmerin. Ja. Ne? Ja, es bringt nichts, es bringt nichts. Du machst nur das Pferd nervös. Rechts den Nein. Bei euch rechts. Da. Hier vorne. Hier nach vorne. Wer nach vorne? Ich habe sogar ein Fernglas mit. Wartet mal. Da hinten. Wir gehen hier mal auf die freie Fläche. Dann sieht man sie vielleicht gucken. Von der Ferne. Ja, da hinten. Da hinten, ja. Ja, ja. Tatsächlich. Ja, ja. Also, dann hat man ja alles kontrolliert. Oh, nee. Aber da kann ich leider nicht hinten. Nee, nee. Nein. Der Schäfer ist dabei und auch ein paar Ziegen, weil die sollen die jungen Ziege wegfressen. Ja, das ist immer gemischt. Genau, und manchmal steht eine Ziege auf einer Heidschnucke. Einer frisst oben und die Heidschnucke unten. Ich habe meine ganze Herde mal so vorbeilaufen sehen, das war aber in der Südheide. Und ja, da ist die. Das war auch mal interessant zu sehen, habe ich auch gefilmt. Sieht man sie auch von hier? Also die Herde anhalten sollen. Nee, ist nicht schlimm. Wisst ihr was, wir haben eine kleine Kutsche. Wir fahren da hin. Naja, sag mal. Hör mal. Eine kleine Kutsche. Du bist meine Beifahrerin. Ich habe hier eine rote Tüte. Ja? Pack mal aus, da ist ein Fernglas drin. Und auch ein, das ist eigentlich, habe ich das für die Kinder, aber das macht uns ja nicht. Komm mal, komm. Hier, das hier? Das ist das Fernglas, das könnt ihr gerne benutzen, wenn ihr möchtet. Braucht einer? Moment, und, wir fahren ja jetzt erstmal die Richtung. Wir gucken mal. Und da ist noch eine Schachtel drin, eine Plastikdose. Aber ihr habt einen Blick geworfen. Ja. Ah, danke. Man muss auch mal frech sein. Ja. Das war ja auch kein Schild jetzt hier, dass man da hier nicht fahren darf. Ist gut. Also da würde ich, kann ja auch als Fußgänger da mal lang gegangen sein. Als Wanderer. Jo. Das ist ja nicht ausgeschildert. Das ist ein Weg. Naja, aber eigentlich sind die Wege, die man passieren darf, die sind ausgeschildert. Ne? Und den Rest darf man nicht betreten. Und diese hier auch nicht? Nee, eigentlich nicht. Ach so, das wusste ich jetzt nicht. Also ich auch hier nicht. Doch, ich weiß. Ach, alles gut. Ja. Aber ach, wir waren nicht beiden. Ja, wir schweigen. Wir haben auch gar keinen gestört. Wir sind ja auch gleich zurück. Also ich glaube nicht, dass man da Ärger kriegt. Wir gehen jetzt gleich in den zweiten Gang. Die Pferde werden hier immer ein bisschen schneller. Ist das okay für euch? Und habt ihr sicher? Ja, genau. Perfekt. Wie kommt das jetzt, dass sie in den zweiten Gang? Weil wir letzte Saison, erzähle ich euch gleich. Ja. Guckt mal, da oben ist ein Segelflieger. Jawohl. Oh, das ist ja cool. Komm. Klasse. Das ist interessant. War interessant mal zu erleben. Oh, ist das schön. Prima. Jetzt werden sie sehr langsamer. Genau. In dieser Kurve war letztes Jahr Matsch und ein großer, vollgesetzter Wagen mit 24 Leuten stecken geblieben. Oder es wurde so schwer, dass die Pferde gesagt haben, Moment, da stimmt was nicht. Lieber Kutscher, sollen wir jetzt richtig anziehen und weitermachen oder willst du erst gucken? Ja. Es hätte ja auch ein Findling vorm Reifen sein können. Ja. Dann wäre nämlich die Kutsche umgekippt. Und da waren aber junge Leute drauf, die haben wir alle runter. Pferde haben den Karren aus dem Dreck gezogen. Ja. Und die Leute wieder auf, alles gut. Die Pferde haben sich aber gemerkt, dass sie da mit Schwung durch müssen. Ja. Und wir fahren so oft in Kolonne, dann haben die anderen Pferde sich das abgeguckt und seitdem traben an dieser Stelle alle. Oh ja, wirklich. Ist so. Weil die Angst haben, die bleiben nicht stecken. Weil es mit Schwung auch einfach leichter geht. Ja. Ja. Und das sei ihnen auch gegönnt, ne? Ja, na klar. Ja. Ja. Mit dem Staub, das ist ja alles so, wie das normal ist. Das ist Heidezauberpuder. Ja. Da wirst du heute Abend als Peeling merken. Ja, wie ich hier wandern war, durch die Heide. Ich war dreckig. Ja. Auch wenn man die festen Wege geht, man ist dreckig. Aber das kann man abpudert. Ja. Aber ich fand das immer wieder schön. Oh, ist das traurig. Immer gern, wenn sie mal anhalten, dann muss ich sagen. Ja? Moment. Okay. Ist auch schön. Kann man hier so schön von hier oben. Besser kann man das gar nicht.
Hey, du Naschkatze, Winnie, ich sehe das. Als ich das erste Mal in der Heide war, musste ich mir da reinsetzen und ein Foto machen. Ja. Wir haben auch ganz viele Hochzeitspaare, ne, die hier ihre Aufnahmen machen. Ja. Weil es einfach eine wunderschöne Kulisse ist. Man setzt sich ja auch nicht direkt in der Heide, man setzt ja immer in so eine Löcher denn so hin. Also das, da sollte man schon ein bisschen Rücksicht nehmen, finde ich, von der Natur. Wir waren mal beim Kalkenhof, da kommen die Japaner und Chinesen. Die rennen einfach mitten in die Tulpen rein und machen Bilder. Die haben sogar, teilweise haben die sich sogar so irgendwie Kleider mitgebracht. Okay. Und sind sich verkleidet und so weiter. Aber denen ist es egal. Mitten in einem Blaubeeren, da haben wir immer gleich genug Vorrat. Ja. Winnie, Hasenfurt. Wir sind als Kinder in Mecklenburg, war ja auch sehr viel Blaubeeren. Mhm. Und dann sind wir sammeln gegangen. Die schmecken ja ganz anders als die gezüchteten. Ja, die gezüchteten und sind das, auch weiß innen, ne? Ja, und wenn man die hier mal ein, zwei so abpflückt und mal in den Mund steckt, die sind richtig schön säuerlich, wie man das von früher noch kennt. Da erwacht einen so die Vergangenheit. Achso, soll ich dir mal den Beutel hier abnehmen, Mensch? Das stört mich nicht. Nee, ich kann den aber. Ich brauche ja nicht laufen. Guck mal, ich packe dich hier noch mehr zu. wenn nicht, schieb einfach beiseite. Na. Aber das ist das Geld heute wert. Das freut mich. Das habe ich heute gern bezahlt. Das letzte Hemd hat sowieso keine Taschen. Man kann es nicht mitnehmen. Ne? Richtig. Und dann soll man es doch für schöne Sachen ausgeben. Ich habe gerade eine gute Freundin verloren. Oh Mann. Durch eine Krebserkrankung. Das ist doch scheiße. Und deswegen ist das hier für mich. Ich glaube, das kann. Oh. Das ist ein bisschen Seelenbalsam. Hm? Ne? Die ist so gerne gereist. Sie war auch in der Heide gewesen. Die war in Harz gewesen. Im Ausland. Und dann hast du auch viele schöne Erinnerungen mitnehmen können. Wir waren viel unterwegs, aber mehr im Harz. Und wir hatten Goslar sehr geliebt. Auch schön, richtig schön. Ja. Ist er entspannt? Ja, ne? Ja. Ein Hund mit? Ja, nee. Hast du gar nicht mitgekriegt, ne? Nee. Kleiner Süßer, da hinten in der Mitte. Willst du dich mal umdrehen? Geht das? Guck mal. Ach Gott, der ist ja artig. Ja. Und dann sagen sie immer, die Giraffe, die wäre gewöhnt. Das kommt auf ein Härchen drauf an, wie der erzogen ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Ach, das hat gar nicht mitgekriegt, das noch ein Tier. Also da sind wir schon mit drei Tieren, ein Hund und zwei Pferde. Genau. Noch mehr Natur kann man doch gar nicht mehr haben. Heidschnucken haben wir auch gesehen. Ja. Ja. Ist ja alles da. Achso, wollte ich erzählen, wir haben also zwei Herden hier, ne? Das war die kleine Herde mit ca. 170 Tieren. Das sind die Böckchen, aha, die man nicht mehr auf die Pferde, auf die Schafsmädels loslassen kann, weil die nur dummes Zeug im Kopf haben. Oh. Und dann haben wir noch eine Herde, das sind so 600, 700 Tiere, die wohnen im Wilseder Berg. Ja. Wie gesagt, beide Herden mit Ziegen und die Hunde habt ihr auch gesehen, ne? Die halten die im Schacht immer drumherum. Also. Ja, die müssen ja auch. Ja. Und wie sieht es mit Wölfen hier aus? Sehr schlecht. Bundesweit über 1300 Tiere. Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Niedersachsen sind besonders betroffen. Aha. Und zwar so sehr, dass die Schäferinnen und der Schäfer müssen, dass die jeden Abend ihre Tiere in den Stall bringen müssen. Es ist also keine Wanderschäferei mehr möglich, wo man draußen bleibt. Ja, 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 ja. Unsere Fohlenherden kommen nur noch innerorts auf die Wiese und die Jäger schießen unter der Hand. Mhm. Also es ist einfach zu viel und zu dicht. Ja, ja. Und so schlimm mit dem Wolf. Und ja, wirklich, die Wildkameras sind voll. Und in Brandenburg haben die sich, die Viehhirten haben sich diese Hunde, Herdenschutzhunde aus der Türkei geholt, diese Kengals. Ja. Die sind richtig griffig. Die Leute stellen sich Esel mit zu den Pferdeherden, weil ein Esel, der schreit, schläft und beißt. Und das mögen die Wölfe nicht. Und da haben die keinen Bock drauf. Und die Pferde sind dann ein bisschen sicher. Ja. Wir haben nichts gegen den Wolf, also ich sowieso nicht, ne? Ja. Der hält den Wildbestand so ein bisschen in unter Kontrolle und frisst auch Aas, macht den Wald also auch sauber. Ja. Aber
wenn er so ein Nutztier reißt, das tut dann schon in der Seele weh. Ja, das Blöde ist bei den Wölfen, dass sie nicht nur eins reißen, die reißen dann direkt mehrere und lassen die dann liegen. Die sind dann so im Rausch und wenn das ist unnötig. Wenn sie praktisch so eins reißen würden, das fressen würden, dann wird wäre ja kein Problem. Ja, aber du hast dann immer trächtige Muttertiere, egal ob Schaf oder Pferd, Stier, die verlieren dann ihre Jungtiere, weil die so in Panik auseinander stoben oder verletzen sich am Zaun und ach, das ist alles, das ist Murks. Ja. Naja. Hey, die hatten das ja manchmal so im Fernsehen gebracht. Und Wanderer, hast du da mal was gehört, dass die Wanderer irgendwas noch nicht, begegnet? In Brandenburg sind wohl schon Hunde angefallen worden, aber hier noch nicht. Aha. Also hier ist, glaube ich, auch zu viel Betrieb noch. Ne? Ah, da trauen die sich noch nicht so ran. Hoffe ich. Ja. Hier sind wir doch hergekommen. Ja. Wir sind also tatsächlich schon wieder auf dem Rückweg. Wann sind wir los? Ungefähr? Kurz vor halb, ne? Ja. Ich muss mal kurz gucken, ob mein Chef mich gerade angerufen hat hier. Wieso höre ich denn das nicht? Das müsste doch eigentlich klingeln, ne? Hier ist ja nochmal mit der staubigen. Ja. Möchtet ihr ein Stück Straße fahren, dann kann ich euch nochmal ein schönes Feld zeigen. Oder lieber nicht. Ist mir egal. Wir können auch oben rumfahren, dann haben wir keine Straße dabei. Was meint ihr? Gut. Das machen wir. Ich passe mich hier an der Familie mit an. Ich bin froh, dass ich mit durfte. Moin! Aber das ist doch auch mal ein Weg hier schön zum Wandern. Ja, ja. Hast du angerufen? Entschuldige bitte. Ach so, also der Chef. Weil es ist ja doch Saisongeschäft, obwohl wir das ganze Jahr fahren. Ja. Aber wir haben halt nur. Wir fahren auch im Winter so. Junggesellenabschied oder so sind da manchmal. Aber wir haben halt nur 4 Wochen Heideblüte. Ne? Ja. Und darum, der verkauft noch Stallanlagen, der hat Ferienwohnungen, produziert Pferdefutter auf seinen Acker. Ach so. Wir haben noch eine Schule für eine Pferdeosteopathie, also eine Menschenschule. Ausbildung, Fahrausbildung für Pferd und Mensch und. Genau, und total süß. Letztes Jahr hat er sich 100 Hühner gekauft und er verkauft jetzt auch Bio-Eier. Das ist wohl aber nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, ne? Ja. Und so ist es. Unser anderes Hobby neben der Arbeit, er hat 3 Söhne, 3 Söhne Stuttgart. Ja. Und das 4. ist unterwegs. Oh Gott. Und ja, fleißig, fleißig. Und hat er noch Zeit für bei den ganzen? Ja. Von seiner Frau Carina. Hopp. Wurden nach der Verlobung die Lieblingsturnschuhe an die Scheune genagelt, so dass die jeder sieht, dass sie nie wieder wegrennen kann. Ganz süßer Brauch. Und Oma und Opa leben auch noch auf dem Hof. Oh, schön. Ja. Mehr Generation also. Absolut. Und die eine Mitarbeiterin ist seit 23 Jahren auf dem Hof. Pferdefachwirtin, Madeleine, die bringt auch abends die Pferde auf die Schulter. Die hat so meine Statur und wenn die schreit, stehen alle still. Auch der Hengst. Also wir haben ja einen Hengst und den hat sie mit großgezogen, nur sie darf den auch fahren. Ja. Und die hatte früher den Juniorchef, der jetzt richtiger Chef ist, immer auf dem Schoß, auf dem Traktor. Ne? Ja. Ja. Und nun ist das aber ihr richtiger Chef und manchmal geht es da rund. Ein Familienbetrieb vom Feinsten. Sehr herzlich. Hat das hier oben was so eine Bedeutung, diese Kugeln? Da sind so kleine GPS-Sensoren drin und da kann der Chef genau sehen, wo ich sage, ach Quatsch, dann wäre ich ja auch nicht da durch den Wald gefahren. Nee, da geht mir nein. Das ist ein Gag. Einfach, die Kugeln sind Deko. Ach, das ist Dekoration. Mhm. Oh, aber der Bügel hält das Kumpf fest, diesen Kreis, den diesen Ring. Und das Geschirr kommt tatsächlich aus Amerika. Das hat der Seniorchef damals bei den Amish People gekauft. Diese Glaubensleute, die bis heute Fuhrwerk fahren. Ja. Genau. Und das ist, das ist deshalb so gut, weil das liegt auf der Schulter vom Pferd. Ja. Das heißt, die drücken uns eigentlich nach vorne mit der Schulter. Ne? Brust und Atemwege, alles frei. Wir haben keine festen Riemen. Das Hintergeschirr, Bauchgurte, alles locker. Ja. Das Pferd hat nirgends Scheuerstellen, kann mal atmen. Ja, das liegt ja locker. Genau. Das stimmt. Da hat er sich gut Gedanken gemacht. Also normalerweise hat man ja einen Riemen unter dem Schweif, unter der Schweifrübe. Ja. Aber da ist die Haut ganz empfindlich. Und jedes Mal, wenn die Schweifrübe heben und senken, wird die Haut gedrückt. Und das hat er gut gemacht, wirklich. Die fahren Wenn er dadurch, wenn
dass alles in Ordnung ist, dann fühlen sich ja die Tiere auch wohl. Natürlich, die sind alle bei uns auf dem Hof geboren. Ja. Das sind unsere Züchtungen. Die haben alle Namen. Das sind wertvolle oder gleichberechtigte Kollegen. Wenn die nicht laufen, dann wie wollen wir Kutsch fahren? Ne? Ja. Also, ich ziehe euch nicht. Nee. Das ist auch ein bisschen schwer. Na. Und das auch, wenn jetzt hier ein Pferd sich vertritt und ausfällt, ja, dann rufe ich den Chef an und dann kommt der mit einem neuen Gespann, wechselt das aus. Oder wenn wir eine Panne haben, kommt er mit einem neuen Rad, wie bei der Formel 1, der hat so eine Knarre. Aha. Und also muss hier keiner absteigen und laufen, weil dann hätte ich den Job auch nicht angenommen. Ne? Ja. Und das nervt ja mal vorne. Nicht. Also wenn, dann verletzen sich eher die rüstigen Rentner, die nicht richtig absteigen oder so. Die nicht richtig absteigen rückwärts, ja, und die meinen, sie kriegen mal eher den Fuß, ja. Erstmal gucken, ob ich hier Ton drin habe. Ja, aber ist alles laut, diese Hörstelle nicht. Gibt's Musik jetzt? Hä? Gibt's jetzt auch noch Musik? Nein. Falls der Chef anruft. Also wir sollten immer Verbindung zu ihm haben. Ja. Aber ich habe eben kein Klingeln gehört. Ihr? Nö. Nee. Nee. Wie viele Touren macht er so am Tag? In der Hochsaison laufen die tatsächlich 3 Touren. 2 bis 3. Mhm. Aha. Das ist schon Arbeit. Das ist auch Arbeit. In der Nebensaison eine. Aber auch in der Hochsaison ist, wir haben einen Pferdebetriebsrat, ist verpflichtend, dass die Pferde über 6 alle 5 Tage freikriegen, unter 6 alle 3 Tage. Aha. Und das wird auch dokumentiert und das Veterinärsamt überprüft das auch. Ja? Ja, und das ist auch richtig. Hätte ich mal meinem Chef früher sagen sollen. Wieso? Ja, der ist nicht so gut mit mir umgegangen. Oh, bist du nicht alle 3 Tage frei? Nee. Es gibt auch Leute, die sind gegen diesen Kutschenfahrten. Selbstverständlich. Es also da kenne ich auch welche. Und es gibt Leute, die sind gegen alle. Ja, das finde ich auch. Also die sind gegen alles, manche. Das sind ja Arbeitstiere. Ja, aber es muss alles in Maßen und im Rahmen bleiben. Ihr seht, die laufen alleine. Ja. Die haben keine Scheuerstellen, die sind gesund. Ja, man sieht ja. Und das ist wichtig. Wir tränken die regelmäßig. Die haben der Zügel liegt ganz locker in der Hand. Genau, ich reiße da nicht im Maul rum. Nee. Wo ich persönlich sage, diese Dressurreiterei, das ist eigentlich gegen jegliche... So wird ein Pferd niemals laufen, sag ich mal, in der Natur. Ne? Zumindest nicht so ausgeprägt und das wird halt oft mit Stockschlägen erreicht. Und das ist traurig. Ja. Ja, also dann ist das hier noch die natürlichere Form. Ja, wenn der immer schon wieder nimmt er sich noch so schnell ein. Ja, ja, solange er läuft, kann ich auch nicht richtig meckern. Ne? Was soll ich machen? Naja. Und jedenfalls, weil mit einem vollen Bauch arbeitet es sich einfach schlecht. Das ist wie bei uns, wenn wir einen vollen Nudelbauch haben und joggen gehen. Ne? Aber sie die kriegen genug zu saufen und sie haben Heulage zu Hause satt, so viel sie möchten, vor der Box. Das sind so dicke Gitterstäbe, ne? So eine Runde. Auf dem Paddock und auf der Wiese. Und die fressen im Schnitt so um die 20 Kilo Heulage. Das ist noch ein bisschen gehaltvoller als reines trockenes Heu. Aha. Und die kriegen natürlich auch Kraftfutter. Die müssen ja was in den Hinterbacken haben. Ja, ja, klar. Es ist ja auch Gewicht. Genau. Und was wollte ich jetzt sprechen? Ach so, und die laufen in der Natur um die 40 Kilometer. Und bei uns so, ja, die haben ja 4 Füße. Bei uns so 10, 15, aber dann eben mit Gewicht dahinter. Ne? Ja. Und eben manchmal auch diese großen Kutschen. Das wird aber immer durchgewechselt. Jedes Gespann hat mal einen großen. Das ist Madeleine. Mit dem Pferdeschwanz, mit dem roten. Hey, jetzt sind wir richtig. Und genau, der helle, moin, der helle, das helle Pferd neben dem braunen ist unser Hengst. Aha. Chris. Chris hat schon viele Kinder gemacht. Ich finde so eine kleine Kutsche, das ist fleißig. Schöner, gemütlicher. Aber die Großen machen auch Spaß. Ja, ja klar. Wenn man jetzt so eine Truppe hat, der eine Gitarre dann noch mit hat und dann was zu singen. Manchmal die Senioren. Das Wandern ist das Müllers Lust. Ne? Das, bitte nicht. Ne? Nicht? Heute, bitte heute nicht. Singen. Welche Musik hören Sie denn? Gar keine. Echt nicht? Ja, nichts Großartiges. Doch, ich höre manchmal Schlager. Ja. Und manchmal auch ACDC und Rammstein. Ne, die hört wieder nicht so. Da war ich beim Konzert, das war toll. Der ist ja schon über 70, der war so agil. Ja. Der Frontmann von der ACDC, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Das Spitzehaus hier, das ist, war früher der Schafstall. Das ist hier jetzt. Nee, nicht das kleine, das dahinter. Kommen wir nachher auch nochmal vorbei. Ja, wo der, ja, wo der genau, Schafstall. Genau, das ist aber zu klein geworden und das ist jetzt Gastronomie, ne? Ja. Und das Schäfers Wohnheim steht daneben, das ist das Fachwerkhäuschen, wo heute die Toiletten drin sind. Ja, da muss ich nachher auf dem Rückweg nochmal drauf. Da hat er mit seiner Familie gewohnt, da wusste aber noch nicht, dass er im zukünftigen Klo schläft. Ach, Pferde, wo wollt ihr denn hin? Das weiß ich nicht, wo sie hin wollen. Was wollt ihr uns denn zeigen? Oh.
den Wald. Guck, jetzt fängt er ein bisschen an zu schwitzen hier hinten, siehst du das? Auf der Pobacke, da kommt jetzt ein bisschen Schweiß raus. Bei mir auf der Stirn aber auch, kannst du glauben. Ja, man muss ja konzentrieren. Da rechts ist unser Waldkindergarten und das Waldklassenzimmer. Aha. Und da können die Schneeferdinger ihre Kinder abgeben, morgens um 8 bis abends. Vorwärts, vorwärts. Und eins wieder abholen. Oder bis nachmittags 14 Uhr im Regen, dann sitzen die da an diesem Holz. Sehr, sehr cool. Das ist ja schön für die Kinder. Und hier ist auch kein Zaun hier rum. Ach, wo sollen die denn hin? Ja, das ist der Wanderweg, den ich vorhin gesagt hatte, hier lang. Und hier geht's, genau. Und wenn man da jetzt ein ganzes Ende runter wandert, dann kommt man da, wo die Schafe, da so ein... Richtig. Oder die Eintrieb und Austrieb. Genau. Ja. Und gegenüber ist der Heidekiosk, übrigens auch gedeckt mit der Erika, ne? Und da gibt es die Erbsensuppe mit Heidschnuckenwurst. Mhm. Ja, kann ich leider nicht essen. Die ist leider geil. Warum nicht? Ist kein Fleisch? Nee, Fleisch ja, aber... Erbsen wegen Bupfen, oder? Nee, ich krieg Koliken davon. Nee, dann hört man wieder alles auf dem Film. Was filmt ihr die ganze Zeit? Sabber! Keine Interna hier verraten. Ich bin ja auch offen und sag da. Ja, aber Bauchschmerzen sind hoch. Ja, und ich werde richtig krank danach. Nee, das war nicht. Die Wurst kann ich essen, nein, aber nicht den... Erbsen. Dir so die Wurst. Ja, die Wurst kann ich essen. Ich esse Fleisch sogar sehr gerne, wenn das... Ja. So, gleich kommt noch mal ein schönes lila Stück. Oh ja, dann ist da ja auch noch alles so schön mit drauf. Hier ist es ja auch schön viel lila. Wie lange machst du einen Film, sag ich? Da kann ja sein, dass da auch noch Störungen sind, dann schneide ich da noch was raus. Echt? Kannst du das? Ich kann das nicht. Ja, aber nicht meinem Chef zeigen, ne, dass wir vom Weg abgefahren sind. Nee. Gut. Aber geht es live ins Internet oder was? Ja. Ja. Nee, jetzt live nein. Okay. Nein. Ich das nie filme ins Internet. Ich ja. Ich habe nicht so viel Speicherplatz, sonst müsste ich ja schon einen Server haben. Was ich gefilmt. Du dich damit so auskennst. Ich bin froh, wenn ich telefonieren kann. Ehrlich. Ich schreibe ja auch keinen Namen, mit welcher Kutsche ich fahren muss. Alles gut. Mach richtige Urlaubsfilme mit am Computer dann. Nachher. Ja, schön. Und dann sitzt die ganze Familie zu feiern und lacht sich kaputt, oder? Ja. Ja. Sehr gut. Sehr wenn gut. Das jetzt innerhalb der Wohnung ist, das ist auch nicht im Internet. Guck mal, alles noch. Aber das ist eine pure Werbung für euch. Wunderbar. Wenn man das so zeigt. Dem Preis für 22 Euro kann man nicht so sagen. Nicht so viel erzählen, sondern erhöhen die Morgengehalte. Nee. Nee. Das soll ja auch erschwinglich sein. Obwohl es trotzdem schon. Es ist trotzdem für viel mich Geld, ist das viel Geld, ne? Aber ja. Das hat sich heute gelohnt. Oh. So, links ist unser Freilichttheater. Hier? Genau, unten in der Senke. Und da finden so Konzerte und Theateraufführungen statt. Und einmal im Jahr, im letzten Augustwochenende, die Krönung unserer Königin. Eine wunderschöne junge Schneeferdingerin. Also ja, die. Genau. Und die fährt unser Seniorchef seit vielen. Ah, wird schon aufgebaut. Ach, fährt da. Unser Seniorchef seit 34 Jahren mit einem Viererzug. Und die Kutsche hat über 10.000 Blüten. Ui. Das sind denn die Landfrauen, das sind die einzigen, die hier im Naturschutzgebiet das sammeln dürfen. Mhm. Aha. Und dann wird das dekoriert und geschmückt. Das ist Bianca. Hallo Klausi. Guten Tag. Ich habe meine Gäste unterwegs verloren. Das oh! Finde ich schön, dass so ein Spaß gemacht wird. Und die Touristen kommen vor einer Woche, um diese Kutsche zu schicken. Also wirklich, dann ist hier alles abgesperrt hier oben. Aber hier ist alles alles abgesperrt, kommt nur mit Plakette rein. Es gibt auch einen riesen Umzug und Tanz und Essen und Trinken. Und wir kriegen jedes Jahr 30.000 Gäste, haben aber nur 20.000 Einwohner. Also wir platzen aus allen Nähten. Die treten sich doch tot, die Menschen hier. Ach, das ist doch weitwürdig. Hier wurde abgeplackt. Das heißt, die Pflanze oberhalb der Erde komplett weggenommen, die Erika. Ja. Und die kommt nächste Saison ganz flächendeckend wieder und sieht dann so hinten, wird da das kleine glatte Stück da hinten. Ja. Ja. So wächst sie dann wieder hoch. Genau. Und dann also, sieht das nachher auch wieder so dann aus. Dann sieht das richtig schön lila aus. Und so gleich lädt es wieder hin. Und mit den Bienen ist es also so, wir haben
die müssen ja auch irgendwo sein. Ja. Wenn ich mir noch richtig erinnere. Da kommen wir jetzt aber nicht mehr vorbei. Nee. Aber das erzähle ich auf dem Rückweg. Wir machen erstmal frontal. Wenn ihr in den Horizont guckt, ganz, ganz weit nach hinten, dann seht ihr vielleicht Hamburg. Echt? Ach. Weil, ja, echt, weil das 40 Kilometer Luftlinie entfernt. Okay. Und darum, ist Hamburg hier nicht entfernt? Nee, wir sind richtig nur im Norden von Deutschland. Und darum sagt man hier Moin. Und nur die Geschwätzigen sagen Moin Moin. Oder die, die zu viel Zeit haben. Ja. Genau. Wir sprechen ja auch drei Sprachen, das habe ich noch nicht erzählt. Ne? Nein. Deutsch, Plattdeutsch und über andere Leute. Und das am meisten, wenn sie nicht da sind, und dann haben die auch Schuld. Ja, das ist auch schön. Genau. Hier bin ich schon lang gegangen. Aber natürlich, das ist schon Jahre her. Alles auf Video. Was soll ich machen? Nein, nein, alles gut. Das ist das einzige Wohnhaus im Naturschutzgebiet. Hier. Genau, von einem belgischen Künstler, De Brücker. Der ist schon verstorben. Sein Sohn hat das übernommen alles. Ja. Dort gibt es auch noch ein Atelier und eine Galerie. Und hier gibt es auch so Malkurse. Wer sich für Kunst interessiert, ist hier genau richtig. Ja, das ist aber nicht ganz so günstig, habe ich gelesen. Naja, naja, und der kam eben aus, naja, ist halt Kunst, ne? Ja. Kam aus Hamburg und fand das hier so schön. Und dann durfte als Einziger das Haus aufstehen. Ja. Moin. Moin. Genau, und da, wo das rote Schaf ist, da ist der neue Schafstall. Mhm. Und da unten hinter den Bäumen ist der Kiosk, 500 Meter, 800 ja, Meter. Ja. Ja. Wir machen jetzt hier eine und Wendung. Und dann ist, glaube ich, da unten weiter der Segelflug. Genau, das Kamp Rhein-Seelen und der Segelflugplatz. Das Kamp Rhein-Seelen war nach dem Zweiten Weltkrieg Militärgelände der Engländer. Ja. Da war auch die Königin, Queen Elizabeth. Oh. Die hat da ihren Jungs zugewunken, darum winken wir immer so. Ja. Und 96, 97 haben sie das aufgelöst. Wurde entmilitarisiert, entmunifiziert. Ja. Alle Gebäude weg, bis auf eins, Hotel- und Tagungszentrum ist das heute. Und die Panzerwaschanlage haben sie stehen lassen. Und da wurde ein Kletterpark errichtet über drei Etagen für die Jugend oder die vierten Leute. Das ist echt schön. Was schätzt ihr, wie lange hat die Natur gebraucht, um sich dort zu erholen? Keine Ahnung. Nee, also natürlich kein Baum, Jahr, ne? Kein Baum, kein Waldbestand, aber ein Jahr ist es alles grün, top gepflegt, man kann wunderschön spazieren gehen. Oh. Geht mal ein Jahr nicht in euren Garten, in eurer Nachbar, aber Urwald. Ne? Ja. Genau, da ist die Natur doch flott. Nochmal zu den Bienen. Leider sehen wir jetzt hier keine Körbe, die stehen weiter unten. Ja, stimmt. Genau. Hinten beim Kiosk, da hinten noch weiter runter. Genau. Und dann kommt da nachher noch so ein Dorf, aber das ist ja schon Jahre her, wo ich da mal gelaufen bin. Das Dorf ist Kamp Rhein-Seelen, das du meinst. Was ist das? Das ist dieses Gelände, wo früher das Militär war, wo heute die Hotelanlage ist. Das kann sein. Ja, das sieht aus wie ein Dorf halt. Ja. Da war letzten Sonntag Oldtimer-Treffen, waren ganz geile Autos hier. Ja. Die Bienen. 8 verschiedene Imker sind im ganzen Bereich in der Heide, mehr dürfen nicht. Es sind ganz viele auf der Warteliste, weil der Honig halt so hochwertig ist. Ne? Ja. Aber es muss erst einer ausscheiden, bevor der nächste darf. Und die Bienen geerntet wird dreimal im Jahr, tatsächlich. Die ersten zwei Ernten sind schon rum und die zweite ist natürlich die hochwertigste oder reinste, weil da ja am meisten Erika blüht. Die ersten sind ein bisschen Mischhonig, da ist noch Raps dabei oder Johanniskraut, was gerade blüht. Ne? Und die sind aber trotzdem alle qualitativ hochwertig, weil hier nicht gespritzt wird. Und dieses Jahr haben wir auch keine Probleme mit der Bienenmilbe. Die vergangenen Jahre sind etliche Stöcke eingegangen. Die Milbe setzt sich in die Drohnen, wenn die in der Wabe sind. Die brauchen 28 Tage, 10 Tage länger oder 15 Tage länger als die weiblichen. Ja. Da hat die Milbe genug Zeit, da reinzuklettern und dann tötet die den ganzen Stock ekelhaft. Dies Jahr keine Probleme, alles top. Und wie findet man die Königin? Nee, die ist länglicher, die ist schmaler größer, wie die größer. Erst sucht sich der Imker eine flotte Bienenfrau. Der Imker sucht die sich aus. Der füttert die zu mit einer Glukoselösung. Ja. Aha. Dann wird die fett und länger. Und dann macht er den Punkt drauf und dann ist es die Königin. Okay. Ach, das wusste ich vorher auch nicht. Wurde mir erklärt, das wusste ich auch nicht. Ja, ja. Aber die sieht aber länger aus. Ja, nachdem und die Arbeiter, die sind dicker. Nachdem sie fett gefüttert wurde. Ja, tatsächlich, die sieht anders aus. Und wenn er die nämlich nicht fett füttert, dann sucht sich irgendeine andere Arbeiterbiene aus, dass sie Königin ist und dann haut die mit dem halben Volk ab und klebt irgendwo im Baum oder am Auto. Und das will man ja auch nicht, darum macht man das künstlich. Was hatten wir letztens gesehen? Ich glaube, das waren Ameisen. Wenn da die Königin stirbt, stirbt das ganze Volk aus. Tatsächlich? Aber ich weiß, da waren so spezielle Ameisen irgendwo im Ausland. Ah, okay.
schnöde Dinge. Kommt rein sehen. Das ist es wahrscheinlich, was du meintest. Alter, ist die Sonne warm, oder? Ja. Bist du narrisch? Hier kann man auch. Übrigens, in Amelinghausen, ne? Da ja. war die Heidekönigin vor 30 Jahren mal die Jenny Elvers. Ja. Kennt ihr die? Ja. Die war also hier schon lange berühmt. Spritti. Ja, leider. Hier schon lange berühmt, bevor die zu der anderen Prominenz ging. Tatsächlich. Soll ich noch ein Stück vorfahren, dann steht da im Schatten. Nö. Ja, also bei uns auf den Wegen ist es so, hatte ich schon gesagt, ne, der Kleine weicht dem Großen, wie auf dem, in der Schifffahrt. Und der Leichte dem Schweren. Also müssen wir jetzt mal für die dicken Kutschen Platz machen. Oh, guck, das mal, ist ja auch nett. Na, was die für eine Kraft haben, ne? Das, nicht unsere, die da drüben. Nee, aber die sind ja extra angehalten. Naja, weil ich das gesagt habe. Hat das ja gar nicht mitgekriegt. Nee, das geht. Das ist eine ganz kleine Bewegung. Die sind ganz toll ausgebildet. Und so ein Pferd ist, jetzt fängt einer an zu pullern, es kann sein, dass dann gleich der nächste mitmacht. Zack, der muss den doch nicht aufnehmen. No, das ist eine Natur, das gehört damit dazu. Privatsphäre. Na, ob man jetzt als Wanderer das vorne dann sieht, dann hat man das auch drauf. Normalerweise pullern sie immer gemeinsam. Aber boah, nee, haben sie diesmal nicht Stereo. Da reicht nicht Leute drauf. Genau. Und ihr seht, die ziehen die, ne, ohne dass da einer drauf rumprügelt. Eine ganze. Die haben auch das gleiche Geschirr wie genau. unsere. Und die drücken mit der Schulter, drücken die nach vorne. Da seht ihr, was sie für eine Kraft haben. Ne? Moin. Wir müssen mal ein bisschen den Weg versperren hier. Alles gut. Okay. Ja, noch genügend Platz. Ja, Gott sei Dank. Hallo Andi. Andi ist der Mann von der Bianca, die wir eben gesehen haben. Viel Spaß. Ja, guck mal, es sind auch nur zwei Pferde, aber reicht nicht mehr Leute, ne? Und auch die laufen und ziehen, ne? Und der streckt zwar doof die Zunge raus, aber der spielert immer rum, ne? Moin. Ja, tolle Tiere sind das. Ach, hallo. Noch einer. Also Leute, das gehen da drauf. Insgesamt mit Fahrer 24. Oho. Das ist aber viel. Ja. Wir sind wann losgefahren? Halb eins oder halb zwei? Ich hab jetzt nicht nach der Uhr. Halb zwei. Ne? Was haben wir denn jetzt? Halb drei, ne? Halb zwei sind wir los. Ja, genau. Das ist Madeleine und das ist der Hengst mit dem schönen Hals. Der macht bei uns die Kinder. Sind alle gepflegt, die Tiere. Na klar. Moin. Die Tiere sind alle gepflegt hier. Nein, das ist die Stundenroute, das passt schon. Alles gut. Ich habe nur vorhin auch nicht genau auf die Uhr geguckt. Und wir haben ja zwei lebendige PS davor, dann ist sie eben mal schneller, mal langsamer. Ja, kann auch mal um fünf Minuten sich verzögern. Ja, ist so. Sind halt Tiere, ne? Ja. Keine ist ja Natur. Maschinen. Ist ja kein Auto. Das ist doch ein Erlebnis, sowas. Das haben sie auch gesagt, dass das Radfahren eh bald mehr wird in der Heide. Moin! Mit allgemein viel Radfahren. Ja, und dadurch, durch das Radfahren kann es passieren, dass Kutschfahrten weniger werden. So haben sie das in der Presse gesagt. Ich kann es nur wiedergeben, wie ich das gehört habe. Ich meine, wer trotzdem fahren möchte, fährt, ne? Ja. Und durch das Spontane ist mir das heute ja nun gelungen. Super, ne? Sonst, wenn ich mit anmelden will, wäre das nie geworden. Man weiß doch nicht vier Wochen vorher, wie das Wetter ist. Ja, das stimmt. Und deswegen haben wir heute Glück, ne? Ja. Mehr aber Glück wie verstanden. Unsere Kutschen haben auch alle Dächer. Also wir könnten auch ein Dach hochmachen. Ach, das ist doch nicht schön. Und dann, das geht doch, dann staubt es nicht so, kannst du glauben. Und der Geruch kommt hin. Das hat was. Und wenn es so auf die Plane klettert, ist wie beim Camping, wie beim Zelten, dann fühlst du dich ganz gemütlich. Ja, kann auch sein. Hat alles Vor- und Nachteile. Ja, aber so das ist doch schön hier. In seiner Pfanne irgendwas am Rutscheln wäre. Ne? Ja, aber du weißt, draußen ist nass, ich bin mollig. Aber wenn jetzt so Dauerregen schräg reinkommt mit Wind, das ist schon. Nee, und dann ist er an der Seite noch zu, dann sieht man auch nichts. Ja. Und nee, das macht nicht. Heute ist ein richtig schöner Sommer. Ja, die erste, schönste und noch die schönste Kutschfahrt heute. Wie nennt man das jetzt, wer die Kutsche führt? Kutscherin. Sympathische Kutscherin. Kutscherin. In.
haben sie auch was gemacht. Mit Spannführer, so steht es im Gesetzestext. Ein Spannführer? Ich führe ein Gespann. Ach, Behörden. Wow. Wie ist das so besser? Kutscherin? Kutscherin. Ja, ne? Ist, ja. Ist netter, ne? Spannend. Ja, du weißt ja Beamtendeutsch, ne? Ja, da ist es nicht Kutscherin, da ist es Gespannführer. Ja. Das soll man dann auch wissen. Wie beim Bund, da nennt sich der Kreuzschraubenschwer Schraubendreher Kreuzschlitz. Ja. Und jetzt mal in einen Raum. Da bin ich aus Versehen dagegen gefahren. Einmal. Oh ja, da haben wir uns ganz schön erschreckt, muss ich sagen. Was habt ihr gemacht? Da bin ich mit den großen Kutschzig. Ja, und da konnte ich das noch nicht so gut abschätzen und dann hat es gerumst. Ja. Aber sie stand Gott sei Dank vor ihren Pferden, die haben nämlich auch einen Schreck bekommen. Ja. Und konnte, Hannah und Peggy Sue sind ihre Pferde und konnte die gleich beruhigen und das war alles sicher dann. Aber ja, da habe ich auch geschwitzt, das könnt ihr glauben. Das glaube ich. 4 Wochen hier, ich habe noch ein bisschen Narrenfreiheit. Mhm. Okay. Ist doch cool. Ich arbeite sonst im Restaurant, serviere den Gästen schöne Schnitzel. Und wo, wenn ich frage? In Schöningen. Sympathisch. Helmstedter Braunschweiger Land ist das. Aha. Ja, und ich habe 1,5 Monate Überstunden und die bummel ich jetzt schön ab hier, mache ich meinen Urlaub. Ja. Na, das ist doch, besser kann man das doch gar nicht haben. Und nettes Publikum. Oh, genau, nette Gäste, schöne Pferdepopos, wunderbar. Und schöner Staub. Ja. Aber das ist auch hier zu sehen auf dem Film, der Staub. Das ist aber normal. Ja klar, gehört ja dazu. Das hat sie ja auch gleich unten gesagt. Ja. Dass es stauben kann. Jetzt kriegst du wieder was zu trinken, ne? Zu trinken kriegen sie jetzt. Wir machen gleich eine. Genau, ich wechsle jetzt quasi. Ja. Und dann fahren wir vorne lang, wo Bianca eben war und da. Vorne. Was war das Geld wert? So, hier bin ich beim Heidegarten wieder zurück. Jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee. Oh. Oh, ist das herrlich hier. Oh, so schön Heide gesehen. Ein Stück gehe ich aber hier noch durch die Heide. Tag hier vorbei. Nee, das ist der Weg, wo wir gefahren sind. Jetzt trinke ich erstmal was. Sitzen. Das wird sie. Ach, hier muss man sich anstellen.